LGBTQ for Palestine, Queers for Hamas. Das klingt so ähnlich, wie wenn Freilandhühner fürs Kükenschreitern eintreten, oder? Queers for Palestine. Schauen wir uns an, wie es den Queers in Palestine und den sonstigen Vorzeigedemokratien unter dem Morgenstern so geht. Also da wäre der gute alte Baukran ein probates Mittel des Islam, die Homosexualität zu heilen. Der unerwünschte Nebeneffekt ist der Genickbruch, den man durch den Wurf des Halses in die vom Baukran herabbaumelnde Schlinge erfährt. Und man ist queer, wenngleich auch tot. Dann wäre noch die Steinigung. Man begräbt dazu queere Personen, also wie mich, bis zum Hals im Sand. Der Rest der homofreundlichen Islamisten mit Kopfwindel, für die sich unsere Queer-Bewegung so gerne einsetzt, versucht mit Steinen den Kopf zu erwischen. Das gelingt. Und nach circa einer Stunde ist auch dieses queere Leben geheilt, nämlich im Paradies. Und statt Glory Holes gibt's Jungfrauen, der Traum eines jeden Homosexuellen. Auch Peitschenhiebe sind im islamischen Strafrecht sehr beliebt. Das würde wiederum dafür sprechen, dass die schwule Sadomaso-Szene für die Hamas ihr Wort erhebt, im Gegenzug für ein paar leidenschaftliche Schläge. Peitschenhiebe. Aber liebe Brüder und Schwestern im Geiste, 100 Peitschenhiebe bis zum Tod. Das ist dann doch zu viel des Guten. Liebe queere Bewegung, seid ihr euch sicher, dass ihr für die Islamisten auf die Straße gehen wollt? Wie sagte schon Bertolt Brecht, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber.